Hallo und herzlich willkommen zu Eurotransport TV auf eurotransport.de, auf YouTube und auf Facebook. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sind heute am Heuer Autohof in Rade, direkt neben der A1 vor den Toren Hamburgs. Und für Sie haben wir jede Menge Themen mitgebracht. Fortschritt im Fokus. Technische Innovationen im Lkw leisten einen wichtigen Beitrag dazu, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Im neuen Mercedes-Benz Actros sorgen rund 60 Produktmaßnahmen für ein ganz neues Fahrerlebnis. Nur zwei Beispiele. Im Kampf gegen den toten Winkel ersetzen Kameras erstmals die Spiegel und Computerelemente im Cockpit verwandeln den neuen in einen Hightech-Arbeitsplatz. Parkplatznot und kein Ende. Fehlende Stellplätze entlang der deutschen Autobahnen werden zu einem immer größeren Sicherheitsrisiko. Für die Lkw-Fahrer und für den Straßenverkehr. Gleichzeitig steigt das Transportaufkommen. Wie lässt sich diese Misere lösen und wie können es Lkw-Fahrer bei Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten verhindern, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten? Wir geben Einblicke in eine der aktuell größten Herausforderungen für Berufskraftfahrer und berichten über die daraus entstehenden Gefahren. Alternative Autohof. Bei der Stellplatzsuche sind Autohöfe eine willkommene Alternative. Vor den Toren von Hamburg liegt der Heuer Autohof in Rade. Wir haben nachgefragt, warum verlassen ausgerechnet hier so viele Lkw-Fahrer die A1 und was zeichnet diesen Betrieb aus? Gleichzeitig beantworten wir die Frage, warum es für Lkw-Fahrer so wichtig ist, auch unterwegs ein zweites Zuhause zu haben und weshalb Service dabei eine große Rolle spielt. Rarität auf Rädern. Rundhauber-Lkw von Mercedes-Benz sind der Geheimtipp in der Klassikerszene. Einst weltweit auf Baustellen im Einsatz, begeistern sich immer mehr Nutzfahrzeugfreunde für den legendären Hauber. Am Rande von Kippertreffen wollten wir von Besuchern und Besitzern wissen, warum ist ausgerechnet dieser Kipper auch heute noch so populär? ABS, EBS und ESP, die Trucks auf der Straße, die agieren ja wie echte Vorreiter bei den Sicherheitssystemen. Und die Zugmaschinen, die haben jede Menge Hightech mit an Bord. Die Assistenten, die agieren ja wie kleine Helferlein für den Fahrer und verbergen sich hinter Knöpfen und Schaltern. Und statistisch gesehen passieren mit ihnen deutlich weniger Unfälle als mit Lkw ohne diese Zusatzausstattung. Da ist es ja kein Wunder, dass die Industrie ständig darüber nachdenkt, wie Trucks noch sicherer werden könnten. Technische Innovationen leisten einen wertvollen Beitrag, um die Sicherheit auf der Straße zu erhöhen. Unverzichtbar sind deshalb auch regelmäßige Tests, wie hier durch die Sachverständigenorganisation DEKRA auf dem Lausitzring bei Klettwitz. Hier werden die Notbremssysteme verschiedener Lkw-Hersteller auf Herz und Nieren geprüft. Und diese Bilder beweisen, das Potenzial, das diese inzwischen vorgeschriebenen Systeme haben, um die weitreichenden Folgen von schweren Auffahrunfällen zu reduzieren, ist enorm. 60-70% aller Lkw sind inzwischen mit solchen Systemen ausgestattet. Eine hundertprozentige Garantie dafür, dass diese Geräte, die auf Basis von Radar oder mit Kameratechnik arbeiten, jede Gefahr richtig einschätzen, gibt es jedoch nicht. Dennoch sind sie unverzichtbar. Notbremsassistenzsysteme haben ein sehr gutes Potenzial, Unfall gerade am Stauende bis auf null runterzusenken. Wir werden momentan noch nicht perfekt in der Lage sein, das wird aber in der nächsten oder übernächsten Generation der Fall sein. Wir brauchen aber die Systeme heute schon in allen Fahrzeugen, damit wir möglichst viele Unfälle jetzt schon vermeiden können oder die Unfallfolgen reduzieren können. Neueste Zugmaschinen wie hier die soeben vorgestellte Generation des New Mercedes-Benz Actros gehen sogar noch einen Schritt weiter. Über 60 Neuheiten, von denen nur wenige auf den ersten Blick zu erkennen sind, sollen dafür sorgen, dass das Leben auf der Straße sicherer wird und eine spürbare Entlastung für den Fahrer eintritt. Die neueste Innovation des Herstellers ist mit dem Active Drive Assist ausgestattet. Damit ist es sogar möglich, teilautonom in Stufe 2 unterwegs zu sein. Erstmals kombiniert Mercedes eine aktive Quer- und Längsführung durch die Fusion von Radar- und Kamerainformationen.
Das System baut auf dem bekannten Abstandshalte- und Spurhalteassistenten auf und ist in allen Geschwindigkeiten verfügbar. Mercedes rüstet den neuen Actros zudem mit dem Active Brake Assist 5 aus. Der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung wurde ebenfalls weiterentwickelt. Im Praxistest mit einem Dummy arbeitet das System fehlerfrei und bremst bei Gefahren bis zum Stillstand herunter. Doch so sehr diese Systeme den Fahrer auch unterstützen, der Fahrer selbst bleibt in der Verantwortung. Teilautonom unterwegs zu sein, bedeutet eben nicht, dass die Technik den Fahrer von seinen Pflichten entbindet. Sicherheit ist überlebenswichtig im Straßenverkehr insbesondere. Und mit dem New Actros geben wir dem Fahrer einfach das Maximum an Sicherheitssystemen in die Hand. Ich denke, es macht durchaus Sinn, hier Standards zu setzen, hier voranzugehen und allen zu zeigen, was technisch möglich ist. Und genau das ist unser Ansatz. Zweifelsohne eine echte Weltneuheit ist, dass der Hersteller als erster auf die klassischen Spiegelsysteme verzichtet. Und das ist zugleich die wohl offensichtlichste Neuerung beim New Mercedes-Benz Actros. Die herkömmlichen Spiegel werden durch mehrere Kameras, also durch die sogenannten Mirrorcams, ersetzt. Die Kameras übertragen ihre Bilder auf 15 Zoll große Bildschirme an den A-Säulen. Diese Neuentwicklung von Daimler bedeutet einen deutlichen Sicherheitsgewinn im Kampf gegen den toten Winkel und führt zu einer verbesserten Rundumsicht. Gleichzeitig wurde die Aerodynamik erhöht und dadurch der Dieselverbrauch reduziert. Für die Rückwärtsfahrt haben wir eine spezielle Rangieransicht, die auch die gesamte Breite, den gesamten Öffnungswinkel unserer Kamera, und das sind 65 Grad, die das dem Fahrer dann auch zeigt, sodass er seine Fahrsituation sehr gut unter Einbeziehung aller Rahmenbedingungen, was da so in der Umgebung ist, kann er seine Fahrsituation da optimal planen. Das ist natürlich ein Gewinn an Sicherheit. Julian Hoffmann hat als Ressortleiter Test und Technik beim ETM-Verlag den New Actros nicht nur längst gefahren, sondern ist auch vom Ergebnis überzeugt. Wie denkt er über die neuartige Mirrorcam, die zweifelsohne eine Eingewöhnung der Fahrer erfordert? Das hat sonst kein anderer Hersteller. Mercedes geht da wirklich einen Schritt nach vorne, bringt es in die Serie. Das ist auch ein mutiger Schritt, denn es ist ja nicht klar, dass es 100% bei allen Fahrern gut ankommen wird. Und dementsprechend finde ich das sehr mutig, aber ich finde es auch der richtige Schritt. Und ich bin mir sicher, viele andere Hersteller werden nachziehen. Der neue Mercedes-Benz Actros geht in vielerlei Beziehung neue Wege. Neu gestaltet wurde auch sein Cockpit. Instrumentenanzeige und Bedienung bestehen jetzt aus je einem 10 Zoll Farbdisplay. Über sogenannte Schnelleinsprungtasten lassen sich auf dem Touchscreen die wichtigsten Funktionen direkt anwählen. Die Bedienung ist auch über die Touchpads des neuen Multifunktionslenkrades möglich. Damit zeigt der Hersteller, dass die Digitalisierung jetzt auch im Cockpit angekommen ist. Also für mich ist der New Actros im Grunde genommen 40 Tonnen schweres Smartphone. Wir haben hier die Displays, die funktionieren von der Bedienlogik her genauso wie eben ein Smartphone, wie man das gewohnt ist heute im Alltag. Und ich denke, innerhalb von ein paar Tagen wird es eingespielt sein und wird dann eher schwieriger sein, wieder von dem System auf ein altes System zu wechseln, weil es eben sehr intuitiv bedienbar ist. In der Summe seiner Neuheiten ist der New Actros in jedem Fall ein Sicherheitsgewinn. Obwohl sich bis auf den Verzicht auf die Spiegel rein äußerlich wenig verändert hat, punktet er eindeutig durch eine Flut an richtungsweisenden Innovationen. Ja, Sicherheit ist einfach ein Thema, das bei uns eine große Rolle spielt und das wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und jetzt noch weitere aktuelle Entwicklungen aus der Welt der Nutzfahrzeuge für Sie in unseren News. Neue Klimaziele vereinbart. Erstmals haben sich Unterhändler von EU-Staaten, das Europäische Parlament und die EU-Kommission auf Klimaschutzstandards geeinigt. Der CO2-Ausstoß neuer Lkw und Busse soll demnach im Vergleich zu 2019 bis 2025 um 15% und bis zum Jahr 2030 um 30% sinken. Während die Fahrzeughersteller bis zum Ende der Verhandlungen auf ein vorteilhafteres Ergebnis gehofft hatten, wird vor allem die Höhe der angekündigten Strafzahlungen kritisiert. Sie, so der Verband der deutschen Automobilindustrie, VDA, könnten selbst große Nutzfahrzeughersteller in ihrer Existenz bedrohen.
Update für den VW Bulli. Volkswagen hat seinen VW T6 noch einmal frisch gemacht. Auf eine tatsächlich sogenannte siebte Generation müssen die Fans aber noch warten. Wichtigste technische Neuerung am T6.1 ist abgesehen vom batterieelektrischen Antrieb, den Volkswagen gemeinsam mit seinem Partner Abt realisiert, die Lenkung. Sie soll künftig eine Vielzahl neuer Assistenzsysteme erlauben. Dazu gehören ein Seitenwindassistent, ein aktiver Spurhalter sowie ein Einpark-, Auspark- und ein Trailerassistent. Auch beim Design haben die Ingenieure Hand angelegt. Außen gibt es beim T6.1 neue Scheinwerfer, einen neuen Grill und neue Rückleuchten. Im Cockpit ist bereits der Arbeitsplatz des Fahrers deutlich auf die digitale Welt zugeschnitten. Lkw von Nikola auch für Europa. Mit einem eigens für den europäischen Markt entwickelten Frontlenker will der amerikanische Pionier auf dem Gebiet von Brennstoffzellen-Lkw auch die europäische Lkw-Zukunft mitgestalten. Zusätzlich zu einem Modell mit Brennstoffzelle soll es den Tree aber auch mit Megabatterien mit einer Kapazität von bis zu 1000 Kilowattstunden geben. Erst im nächsten Monat werden Angaben des Unternehmens darüber erwartet, welche Reichweite der neue Elektro-Nikola tatsächlich erzielt. Je nach Batterie sollen es aber bis zu 1200 Kilometer sein. Nikola ist in den USA als Pionier von Brennstoffzellen-Lkw gestartet. Allerdings will das Unternehmen auch das Feld der batterieangetriebenen Lkw nicht seinem Wettbewerber Tesla überlassen und tritt damit auch in Konkurrenz zu den europäischen Lkw-Herstellern. Verflüssigtes Erdgas kann Treibhausemissionen nachhaltig senken. Der Einsatz von LNG, also verflüssigtem Erdgas, kann dazu beitragen, die Treibhausemissionen im Güterverkehr nachhaltig zu senken. Laut einer aktuellen Shell-Studie beträgt das Potenzial dazu bis zum Jahr 2040 rund 142 Millionen Tonnen. Neben der Schifffahrt kommt vor allem den schweren Nutzfahrzeugen eine besondere Bedeutung zu. Alleine hier sieht Shell die Möglichkeit, die Treibhausgasemissionen um bis zu 4,7 Millionen Tonnen zu reduzieren. Aktuell gibt es in der EU etwa 4000 LNG-Lkw. In Deutschland sind gasbetriebene Lkw seit dem 1. Januar von der Maut befreit. Die Anschaffung solcher Lkw wird mit Beträgen zwischen 8000 und 12.000 Euro bezuschusst. Staus erreichen neue Rekordlänge. Im letzten Jahr haben sich auf deutschen Autobahnen rund 745.000 Staus mit einer Gesamtlänge von rund 1,5 Millionen Kilometern gebildet. Im statistischen Durchschnitt, so soeben veröffentlichte Daten des ADAC, ergibt das täglich eine Blechlawine von knapp 4.200 Kilometern. Insgesamt haben die Staus um 3% zugenommen. Die Bundesanstalt für Straßenwesen macht hierfür gestiegene Fahrleistungen, aber auch die zunehmende Baustellentätigkeit im deutschen Straßennetz verantwortlich. Im Jahresdurchschnitt 2018 waren mehr als 10% der deutschen Autobahnen von längeren Baumaßnahmen betroffen. Unangefochtene Nummer 1 bei den Stauspitzenreitern ist Nordrhein-Westfalen. Es folgen Bayern und Baden-Württemberg. Mitmachen und mitgewinnen. Ein Ford New Ranger in der Ausstattungslinie Limited ist in diesem Jahr der Hauptpreis bei der Leserwahl zum Nutzfahrzeug des Jahres. Jährlich küren mehr als 10.000 Leser von Transaktuell, Lastauto Omnibus, Fernfahrer und dem Branchen-Online-Portal eurotransport.de in den verschiedensten Kategorien vom Transporter über Baufahrzeuge und Fernverkehrszüge bis hin zu Stadt- und Reisebussen die besten Nutzfahrzeuge. Erstmals lassen die Fachmagazine auch die besten Nutzfahrzeuge und Busse mit Elektroantrieb wählen. Endlich Feierabend. Wer jetzt allerdings denkt, dass er die Beine hochlegen kann, der hat sich mitunter geschnitten. Denn
Parkplätze an der Autobahn sind Mangelware. Über 30.000 Parkplätze sollen fehlen und Insider sagen, dass es sogar noch mehr sind. Zwar wurden in den vergangenen Jahren viele neue Plätze gebaut, zeitgleich hat aber auch der Schwerlastverkehr zugenommen. Wir schauen mal rein, wie die aktuelle Situation eigentlich wirklich ist, welche Sicherheitsrisiken damit einhergehen und was das für die Lkw-Fahrer bedeutet, deren Lenkzeit abgelaufen ist. Ein Lkw-Parkplatz an einer Autobahnraststätte. Die Lastwagen stehen dicht an dicht. Jeder Lkw-Fahrer, der noch einen Stellplatz gefunden hat, ist froh. Bereits nachmittags wird es oft schon so eng, dass fast nichts mehr geht. Ja, das kann man gar nicht beschreiben. Also wenn man lange fährt oder lange fahren muss, ist das Katastrophe. Das ist wirklich sehr verzweifelt. Also man sucht und sucht. Es gibt auch die kleinsten Parkplätze sind halt schon überfüllt, weil die Lkw sich halt irgendwo reinquetschen. Parkplätze fehlen ohne Ende. Ich erlebe das selber jeden Tag, um einen Parkplatz zu kämpfen. Ich habe schon mal bis zu 1,5 Stunden gesucht, um einen Parkplatz zu kriegen. Über 30.000 Lkw-Parkplätze fehlen bundesweit. Vielerorts ist die Situation an den Tank- und Rastanlagen an der Autobahn inzwischen so krass, dass Lkw-Fahrer auf den Standstreifen ausweichen und gefährliche Situationen riskieren. Sie wissen einfach nicht, wohin. Für Insider sind diese Zustände das Ergebnis politischen Versagens. Sicherlich hatten wir über Jahre einen Investitionsstau, der jetzt aufgelöst wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch das Problem, dass Parkplätze gebaut werden sollen, dass auch Flächen vorhanden sind, aber dass die Bürger dagegen sind. Dabei kam das zunehmende Schwerlastaufkommen alles andere als plötzlich und unerwartet. Immer mehr Lkw für die zunehmenden Ansprüche der Verbraucher erfordern eben auch genügend Stellplätze. Eine Situation, die eindeutig zulasten der Fahrer geht. Das ist für die Fahrer natürlich auch purer Stress. Sie müssen ihre Lenkzeiten einhalten. Dann möchten sie am Schichtende einen Parkraum aufsuchen, möchten sich duschen, möchten was essen, finden keine Parkmöglichkeit. Dann führt das dazu, dass sie stellenweise unter verkehrstechnisch schwierigen Verhältnissen parken müssen. Oder sie fahren ab von der Autobahn, wollen sich in irgendein Gewerbegebiet stellen, wo sie dann oft auch nicht erwünscht sind. Das Parken auf dem Standstreifen der Autobahn aber ist keine Lösung. Immer wieder kommt es dadurch zu schwersten Verkehrsunfällen, weil Auto- oder Lkw-Fahrer die Hindernisse zu spät erkennen. Wie hier auf der Autobahn A40 an der deutsch-niederländischen Grenze, wo zwei Verkehrsunfälle durch parkende Lkw auf dem Seitenstreifen zwei Menschenleben forderten. Doch der Vorschlag, einfach auf benachbarte Gewerbegebiete an der Autobahn auszuweichen, ist nicht immer eine Lösung. Auch hier wird es den Lkw-Fahrern immer schwerer gemacht. Es ist noch nicht mal eine Notlösung, denn das große Problem ist, der Lkw-Fahrer nimmt seine ganzen Zeiten, die er zur Verfügung hat, um seine Fracht ans Ziel zu bringen. Und da ist natürlich genau geplant, wann kann ich wo parken. Und wenn dann einfach gesagt wird, fahr ins nächste Gewerbegebiet und das ist eine Viertel- oder halbe Stunde entfernt, kommt das zu den Lenkzeiten obendrauf und schon sind wir ganz schnell in einem Bußgeldverfahren. Während sich viele Lkw-Fahrer angesichts der Parkraumnot alleingelassen fühlen, gibt es sogar eine gesetzliche Grundlage, mit deren Hilfe sich drohende Strafen wegen Lenkzeitüberschreitungen abwenden lassen. Aber nicht alle Lkw-Fahrer kennen sie. Die Grundlage dafür ist eine EU-Verordnung zur Harmonisierung von Sozialvorschriften im Straßenverkehr. Und jeder Lkw-Fahrer kann sich darauf berufen. Eine sogenannte Notstandsklausel, die im Gesetz verankert ist, gibt den Fahrern die Möglichkeit, auch die Lenk- und Ruhezeit im Ausnahmefall zu überschreiten. Das heißt, hat er dann einen Parkplatz gefunden, bitte einen Ausdruck machen, dieses genau dokumentieren, wann, wo das gewesen ist und das zu den Unterlagen legen, sodass er beim nächsten Mal, wenn er kontrolliert wird, sagen zu können, hier, ich habe keinen Parkplatz gefunden, ich musste weiterfahren, sodass man dann auch von einer Anzeige absehen kann. Doch in der Praxis löst diese Verordnung nicht das Problem, tatsächlich noch einen Parkplatz zu finden. Viele Regionen, wie zum Beispiel der Großraum Hamburg, leiden unter der extremen Parkplatznot. Hier ist die Lkw-Frequenz inzwischen so hoch, dass jede Alternative willkommen ist. Autohöfe wie der Heuer Autohof an der A1 in Rade bei Hamburg sind eine Lösung. Wer tankt oder das Restaurant besucht, parkt frei. Die Anlage mit über 100 Stellplätzen hat eine extrem hohe Besucherfrequenz und ist bei den Fahrern sehr beliebt. Das passt ja eigentlich. Das Essen ist super, die Preise sind gut und man fühlt sich halt wie zu Hause hier.
Die Situation verschärft sich in der Dunkelheit. Jetzt stößt auch der Heuer Autohof in Rade schnell an seine Kapazitätsgrenzen. Für viele Lkw-Fahrer ist das unbeschwerte Parken längst ein Stück Lebensqualität. Ja, ich habe mich gefreut, dass es noch geklappt hat, erstmal überhaupt einen Platz zu kriegen, was nicht einfach ist um diese Uhrzeit. Und ja, es ist halt saubere Sanitäranlagen, man kann gleich super duschen gehen und so, ne? Das ist auch nicht so alltäglich. Ne? Doch Autohöfe lassen sich nicht einfach aus dem Boden stampfen. Ihre Errichtung ist an strenge gesetzliche Auflagen gebunden. Ergebnis sind jahrelange Genehmigungsverfahren. Der Wust an Vorschriften und Hürden macht es also auch der Heuer Unternehmensgruppe schwer, das Netz auszubauen. Also wir brauchen als erstes ein vernünftiges Gelände, möglichst in Autobahnnähe, möglichst sichtbar von der Autobahn, damit die Lkw-Fahrer uns erkennen können. Da muss man am besten Anlieger haben, die damit keine Probleme haben, also Gewerbebetriebe, Industriegebiete. Das muss aber in der Umgebung der Autobahnauffahrt dann auch passen. Die Situation des viel zu knappen Parkraums an den Tank- und Rastanlagen entlang der Autobahn spitzt sich von Tag zu Tag zu. Lösungen sind also gefragt, um das Unfallrisiko für die Lkw-Fahrer und den übrigen Verkehr nicht noch weiter zu erhöhen. Lösungen vor allem für die Lkw-Fahrer und nicht immer strengere Auflagen für den Parkplatzbau. Also Parkplätze sind Mangelware und damit ein wertvolles Gut. Kein Wunder, dass Autohöfe immer beliebter werden. Für viele Fahrer sind sie ja schon sowas wie ein zweites Zuhause, so wie der Heuer Autohof hier in Rade direkt an der A1. Hier kann man sich zurücklehnen, ein bisschen entspannen und ganz, ganz wichtig, hier ist man immer herzlich willkommen. Das ist schön und wir haben gesagt, wenn es doch so ist, dann haben die ein unheimlich gutes Erfolgsrezept und deshalb haben wir auch mal hinter die Kulissen geschaut. Die Lkw-Taktung auf der Hansa-Linie im Großraum Hamburg ist extrem. Viele Lkw kommen oder fahren in den Hafen. Es kann aber auch sein, dass sie auf dem Weg nach Skandinavien sind oder sich auf dem Rückweg befinden. 100.000 Fahrzeuge täglich, ein Fünftel sind Lkw. Verständlich, dass das Interesse an einer guten Adresse für eine Rast hier besonders groß ist. Autobahnraststätten allerdings sind bei den Fahrern nicht besonders beliebt. Wenn du für einen Teller Spaghetti eben 10 Euro bezahlen musst, in Selbstbedienung und musst dich dann von der Bedienung noch anranzen lassen, dass du den Teller nicht weggeräumt hast, ja, und musst dir das alles noch selbst holen, das ist irgendwie am Ziel vorbei. Ne? Da kostet eine Flasche Getränk wie beim Getränkmarkt ganze Kiste. Also Autobahnraststätten sehr teuer, sehr schmutzig und ja, versuche ich eigentlich zu meiden vor der großen Pause. Wer kann, stoppt also woanders. Rade ist mit dem Heuer Autohof und den kostenlosen Parkmöglichkeiten längst zu einem regelrechten Geheimtipp geworden. Wer hier einmal war, kommt gerne wieder. Da fühlt man sich wohl, man muss es einfach so sagen. Freundliche Bedienung und alles, was dazugehört. Man wird mit Lächeln begrüßt, egal zu welcher Uhrzeit man kommt. Und das macht schon viel aus. Man fühlt sich willkommen, sagen wir mal so, nicht lästig. Wie woanders manchmal. Ist für mich in Deutschland eine der schönsten Anlaufstellen, die wir haben. Sauber, ordentlich, super Personal. In gerade mal 6 Jahren hat sich der Autohof zu einem bundesweit bekannten Paradebeispiel für ein herzliches Miteinander zwischen den Gästen und dem Personal entwickelt. Der Service und die Qualität stimmen in jeder Beziehung. Rade ist ein Paradebeispiel von engagierten Mitarbeitern, die einfach Bock drauf haben. Die im Service sind Leute, die sehr affin zu Berufskraftfahrern sind. Die haben in ihrer Familie Berufskraftfahrer, sind deswegen sehr auf die Berufskraftfahrer eingestellt. Dinge, die, so unglaublich es klingt, noch lange nicht selbstverständlich sind. Angefangen bei der Speisekarte. Dass es in Rade schmeckt, ist unter den Lkw-Fahrern bekannt. Das sorgt für einen Wohlfühlcharakter, fast wie zu Hause. Da kann eine Autobahnraststätte nicht mithalten. Kein Vergleich, keine Möglichkeit zu vergleichen. Das ist absolut unpersönlich, man wird kaum wahrgenommen. Ja, ich mache dir das Schnitzel, aber geh mir nicht auf den Sack. Und hier ist es eben, wie gesagt, man wird gleich mit offenen Armen empfangen. Und da fühlt man sich natürlich wohler als auf einer Autobahnraststätte, das ist halt so. Wer in Rade stoppt, kommt also längst nicht nur, um zu tanken oder zu parken, sondern tatsächlich in erster Linie, um als Lkw-Fahrer wie ein ganz normaler Mensch behandelt zu werden. Eigentlich selbstverständlich. Doch in Rade ist auch die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Servicekräfte spürbar. Alle wissen hier, worauf es ankommt. Mein Papa ist früher auch gefahren.
Und mein Lebensgefährte fährt und somit bist du immer noch damit verbunden. Diese Gemeinschaft unter den Lkw-Fahrern, die hast du nirgendwo anders. Die Jungs kommen hier rein, die freuen sich, wenn du sie mit Namen ansprechen kannst, weil du sie schon so viele Jahre kennst. Du weißt, was sie trinken möchten. Ne, du fragst sie mal kurz, woher sie kommen, wohin sie gehen oder wie auch immer. Das ist einfach so eine Sache, die macht Spaß. Die macht richtig Spaß. Sich wohlzufühlen ist immer ein persönliches Gefühl. Es klappt aber nur, wenn wirklich alles stimmt. Einer, der genau deshalb regelmäßig den Heuer Autohof in Rade ansteuert, ist Lkw-Fahrer Michael Helterlein aus der Nähe von Köln. Ich fühle mich wie in der Familie aufgehoben. Ich komme hierher, ich werde freundlich empfangen, man redet mit mir, man kann auch mal seine Sorgen loswerden. Und für mich ist es schon irgendwo wichtig, dass man, weil man die ganze Zeit alleine ist, dass man mal irgendwo einen Gesprächspartner hat. Längst ist es am Autohof in Rade tiefe Nacht geworden. Doch die Suche nach einem Parkplatz kennt hier keine Uhrzeit. Während andere längst abwinken und sich für die Sorgen der Fahrer nicht sonderlich interessieren, hat Hausmeister Christian Wohlers noch lange keinen Feierabend. Und er tut, was er kann, um den Lkw-Fahrern zu helfen. Aber was ist, wenn alle Parkplätze belegt sind? Parkplätze zaubern können wir nicht. Wir probieren die irgendwo noch reinzudrücken. Wenn einer vernünftig fragt, Mensch, hast du nicht noch, ne, ich komme hier öfter her, ich gehe noch ins Restaurant was essen. So, dann irgendwo quetschen wir den noch mit zwischen. Ein Autohof, der tatsächlich für die Lkw-Fahrer da ist. Mit 40 Mitarbeitern, die wissen, dass man sich für die Kundschaft eben auch ins Zeug legen muss. So sieht guter Service aus. Ja, der Parkplatz hier ist rappelvoll, aber es wird hier auch alles dafür getan, dass auch noch der Letzte seinen Platz für die Nacht findet. Da fragt man sich ja, wie war das eigentlich früher, als es weniger Lkw gab, aber Kraftfahrer noch echte Kraftfahrer waren. Werfen wir doch mal einen Blick in die Vergangenheit und berichten am Beispiel der Kurzhauber über echte Nutzfahrzeugveteranen und über einen ganz besonderen Sammler aus Oberhausen. Rundhauber-Lkw von Mercedes-Benz waren von Anfang an ein Gesicht in der Menge und sie sind es bis zum heutigen Tag. Verständlich, dass sie bei den Freunden und Sammlern von historischen Nutzfahrzeugen besonders beliebt sind. Die Rundhauber aus deutscher Produktion wurden bis 1996 in Wörth gebaut. Seit dem Start der Serienproduktion im Jahr 1959 in einer Stückzahl von 650.000 Exemplaren. Bis heute leisten sie überall auf der Welt treue Dienste. Diese Klassiker hier sind zum Arbeiten eigentlich viel zu schade, aber sie zeigen, was sie können und ihre stolzen Besitzer genießen jeden Meter auf einem Kippertreffen am Niederrhein. Einer, der unzählige Exemplare dieser mittlerweile seltenen Lkw restauriert hat, ist Helmut Hoffmann aus Oberhausen. Helmut ist ein echtes Szene-Original mit jahrzehntelangen Erfahrungen als Transportunternehmer. Also weiß er auch ganz genau, warum der Hauber mit dem Stern so gefragt ist. Sie haben in ganz Europa gelaufen, sie sind in allen Baustellen konnte man diese Fahrzeuge finden. Sie waren zuverlässig, sie waren gut. Sie waren im Ersatzteilbereich erschwinglich und wenn man heute zum Beispiel einen Mercedes-Haubenwagen restauriert, bekommt man dieses eine oder andere Teil noch, wo man bei anderen Fabrikaten Schwierigkeiten hat. Die Mercedes-Benz-Kurzhauber waren weltweit ein Exportschlager. Die Begeisterung für diesen Lkw-Typ kommt bei den Sammlern nicht von ungefähr. Meistens sind es Erinnerungen an die eigene Kindheit oder an berufliche Anfänge, als Lkw-Fahrer zum Beispiel. In jedem Fall ist der Rundhauber ein Typ mit Charme und Charakter. Und, das wissen die meisten Besitzer, sogar die Frauen schauen diesem Klassiker hinterher. Also Frauen bleiben stehen, da war ich total irritiert, Frauen bleiben stehen, gucken in das Auto rein, machen den Finger hoch, kommt teilweise eine Scheibe. Wenn man an der Ampel steht oder um eine Kurve fährt, die gucken hinterher. Ja, einfach schön. Und es gibt sogar auch Frauen, die auf den Kurzhauber abfahren. Simone Hoffmann zum Beispiel. Ihre ganze Familie ist Lkw-verrückt, also auch sie. Ich habe ja das glorreiche Glück, in einer Familie groß geworden zu sein, die größte Liebe überhaupt in Bezug auf Lkws hat, die eigentlich auch mit Lkws groß geworden sind. Und so bin ich das eben halt zwangsläufig auch. Nicht nur zwangsläufig, eigentlich glücklicherweise.
Aber warum muss es ausgerechnet der Kurzhauber von Mercedes-Benz sein? Ja, weil das ist klein, das ist überschaubar, lässt sich gut fahren, das macht Spaß. Also weil es eben halt noch sehr, sehr einfach auch zu bedienen und zu fahren ist. Ja, und die Technik von heute, sagen wir mal, die bremst ja auch vieles ab. Ne? Ich meine, hier merkt man wirklich noch, dass man der Straße verbunden ist. Hier merkt man noch jeden Ruckel und Schlag und ja, ist halt einfach schöner. Natürlich gab es den beliebten Haubenwagen in den unterschiedlichsten Varianten. In der sogenannten schweren Klasse, wie hier der 2623er mit Allrad, war die Haube sogar etwa 30 cm länger als beim mittelschweren Kurzhauber. Vor allem die robuste und langlebige Technik bescherte der gesamten Baureihe branchenübergreifend einen riesigen Erfolg. Auch Wolfgang Krieg ist bekennender Nutzfahrzeug-Fan und nutzt jede Möglichkeit zur Teilnahme an einem Kippertreffen. Und wenn er von seinem 2623er erzählt, kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Das hängt mit der Kindheit zusammen. Mein Vater war auch Lkw-Fahrer und der arbeitete auch in einem Kieswerk. Und in dieser Grube, da gab es ausnahmslos die ganze Palette Mercedes. Und wenn man dann schon in Kindesalter da mitfahren durfte, da kommt eigentlich nichts anderes in Frage als ein Mercedes. Das muss dann so sein. Weil da hat man ja die Kindheitserinnerungen und die bleiben ja ewig im Kopf. Die Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge in Oberhausen und das dortige Nutzfahrzeuge-Veteranencenter sorgen dafür, dass solche Kindheitsträume überhaupt in Erfüllung gehen können. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen auf die Restaurierung von historischen Lkw spezialisiert und Rundhauber von Mercedes-Benz sind eine besondere Stärke. Vor allem verfügen die Hoffmanns über einen wohl einmaligen Bestand an alten Karossen und haben sich rechtzeitig einen gewaltigen Vorrat an Ersatzteilen zugelegt. Besonders alte Feuerwehrfahrzeuge eignen sich hervorragend, um sie zum Kipper umzubauen. Ja, ich sag mal, die Feuerwehren als Rundhauber waren seinerzeit sehr, sehr stark vertreten gewesen. Und deswegen haben wir meistens auch noch Glück, die ein oder andere Feuerwehr zu erwerben im Rundhauberbereich. Oft sind es die kleinen Modelle, 710er, 911er, 1113. Aber mit viel Glück kann man auch noch mal einen 1624 oder einen 2624 erwerben. Und dann hat man natürlich ein perfektes Fahrzeug, um dort halt einen Kipper draus zu bauen. Und so sieht man am Ende auch diesen historischen Kippern ihre eigentliche Vergangenheit nicht an. Viele von ihnen sind sogar in einem Zustand, der dem eines neuen Lkw aus damaliger Zeit um nichts nachsteht. Egal welcher Radstand, egal welche Motorisierung und egal welche Gewichtsklasse. Der Kurzhauber hat eben einen absoluten Kultstatus erreicht. So, wir fahren rechts ran und machen Feierabend, aber wenn Sie mögen, bleiben Sie einfach bei uns und schauen Sie vorbei bei eurotransport.de. Uns gibt's schon bald wieder. Sollten Sie Wünsche oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns eurotransport.tv@etm.de. Wir freuen uns drüber. Bleiben Sie in Bewegung.